Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus mit der guten Curry, die re recht verwirrt ist und ihre Rüstung schon zerschrottet hat. Wir machen heute eine spätere Folge, deswegen auch eine kürzere Folge, denn tut mir leid, dass in den letzten Tagen alles so ein bisschen, ja, seltsam rausgekommen ist bei mir. Ich hatte einfach, zuerst war ich ja krank, dann keine Zeit. Mit keiner Zeit ist gemeint, dass meine Nichte getauft wurde. Heute für euch. Und deswegen ist bei mir ein bisschen Zeitmangel wegen Kaufen, Geschenke, hast du nicht gesehen, Verwandte einladen. Dann war übers Wochenende meine halbe Verwandtschaft hier in meiner Stadt, ich wollte schon meine Stadt nennen. Und ihr könnt euch durchaus vorstellen, dass meine Neffen gerne bei mir sind, weil hier natürlich so das kleine Kinderparadies ist. Mit all meinen Konsolen, was weiß ich, wie viel Fernseher. Da haben die natürlich Spaß dran und deswegen konnte ich nicht aufnehmen. Aber ich denke, ihr versteht das schon. Und heute werden wir diese Stadt erkunden. Das habe ich mir vorgenommen. Geht da jemand? Noch jemand? Ach da. Sei vorsichtig. Gewalttätige Auseinandersetzungen können eine Vielzahl von Verletzungen zur Folge haben. Ja, für die, aber nicht für mich. Was zum Teufel? Hä? Wer sieht mich denn noch? Curry, weißt du, wer mich sieht? Oh, es wird gleich zum Kampf kommen. Wo hast du das Messer her? Mein Arm! Verdammt! Kampfhandlungen einstellen. Wo bekommst du die Sachen? Habe ich dir die gegeben? Ach, daher hat sie die Waffen, wa? Jetzt hat sie gerade, was hat sie ausgerüstet? Ja, nice, macht sie automatisch. Ihr Schwert hat sie ausgerüstet. Um 40% reduzierte Aktionspunkte. Ja, das finde ich sehr wertvoll, definitiv. Genau, ich habe ihr den Hammer gar nicht gegeben. Okay, eine Kirche, die begehbar ist. Warum? Kommen wir gleich gut raus? Erstmal den Pastor beklauen. Was hast du denn so Schönes? Ein verbranntes Buch. Naja, gut. Ja, da war halt normale Klamotten an, ne? Oder? Ich hab keine Ahnung. Könnte auch ein Pastoranzug sein. Weil es so etwas gibt. Marie's kurz und schmerzlos. Ein Scharfschützengewehr. Ein Scharfschütze in der Kirche? Ist das nicht irgendwie ein bisschen klischeehaft? Oder im Kirchturm besser gesagt? Freunde, ich schwör's euch, ich jetzt zerlese diese Mod, die es einfach instant öffnet. Weil irgendwann schaffen wir es sowieso. Es ist nur eine Frage der Zeit. Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Wo ist der Typ? Nur es ist sehr störend, dass ich da immer so lange dran hänge. Achso, ich habe das Licht an. Ah. Daran könnte es liegen, dass sie mich entdeckt haben. Oder an meiner fetten Powerrüstung. Die bei jedem Schritt Krach macht. Ein Wörtibird. Das ist doch scheiße. Alter, hört sich voll nah an. Wo bist du denn? Gut. Alter. Noch lauter, bitte. Was zum Teufel war das? Ein Glückstreffer. Zum Preis. Okay, wir wissen jetzt, wo er ist. Hoppala. Okay. Ich habe ganz vergessen, dass wir mit der Powerrüstung von überall runterspringen können. Ich hatte Angst, da oben runterzuspringen. Ich würde gerne darauf gehen, zum Vertibird. Sieht schon so powerrüstungsmäßig aus. Das ist doch ein Duplikat aus der anderen Stadt. Kannst du mir doch nicht erzählen. Hallo? Was? Was war das? Ah, okay. Jetzt weiß ich, was das war. Oh, Raider. Okay. Wir können diese Sandsäcke kaputt machen mit unserer Powerrüstung. Das ist sehr interessant. Wusste ich zuvor nicht. Pümpel. Das kann in den Müll, oder? Nein.
Das kann zu Mama Murphy. Sie kann nie genug Pömpel haben. Vielleicht bauen wir da noch ein bisschen an. Wir haben so viele Leute, wir brauchen mehr Toiletten, oder? Glaube ich schon. Ah, Vertibird, oder? Nee, Vertibird war woanders. Da ist die Kirche und da war der Vertibird. Da müssen wir bestimmt auch irgendwie raufkommen, ne? Wo ist sie? Du läufst hier lang? Bist du verrückt? Ich hätte dich fast abgeschossen. Hätte ich jetzt den Brami nicht gesehen, wärst du tot. Das kann ich dir sagen. Wunderschön, wie wir beide runterspringen. Na gut. Ich will hier rein. Zum Museum der Frei. Ja, da gab's eine Powerrüstung, Freunde. Es ist die erste Stadt. Hä? Wie habe ich das verpeilt? Ah, das sieht grau aus, wenn man von Weitem guckt. Ah, und die Hütte hier auch. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Ich bin einfach zum Anfang gelaufen. Kann tatsächlich nicht erkennen, was neu ist und was nicht. Okay, das ist offensichtlich nicht neu. So, bist du verrückt? Wirf dir für eine Granate nach mir. Oh, ich möchte ihn zerschlitzen. Geht das? Verdammt. Bleib liegen, Mann. Sei vorsichtig. Ah, das ist eine Laborstation. Na gut, das Jet nehmen wir mit und dann hauen wir ab. Ich fühle mich so ein bisschen verarscht von meinem Orientierungssinn, dass er mich einfach wieder dahin geführt hat. Waren wir denn da hinten schon? Ich kann die Symbole momentan nicht unterscheiden. Was ist neu, was ist alt? Gucken wir einfach mal auf die Karte. Nee, kennen wir nicht. Gut, dann gehen wir da hin. Guck jetzt vorsichtshalber auf die Karte. Nicht, dass ich mich wieder verarsche. Nicht der Sinn des Ganzen, ne? Dich selbst zu verarschen. Da ist der Paktpyramid. Meine Leute sind echt überall. Was war das? Wir sind bei. Eine Abmachung, Trudy. Her mit der Ware. Du schuldest uns was. Von mir kriegt ihr Gift verkauft. Pam's Dealer gar nichts. Wisst ihr, was dieser Dreck aus meinem Sohn gemacht hat? Er wusste, was er da kauft, Trudy. Nicht unsere Schuld, wenn er hinüber ist. Also zwing mich nicht dazu, in deinem kleinen Handelsposten rumzuballern. Ja, schieß doch! Soll ich jetzt dazu kommen, hey, oder was? Hey, immer mit der Ruhe, Mr. Power-Rüstung. Das geht dich nichts an. Wenn du nicht aufhörst, mit der Knarre rumzufuchteln, geht nicht das was an. Okay, okay, ganz ruhig. Wir nehmen die Waffen runter, ja? Tu nur nichts Unüberlegtes. Geld fordern. Curry hat das nicht gefallen? Curry hat das nicht gefallen, dass ich etwas friedlich gelöst habe? Leck mich, Curry! Was ist hier los? Nur eine Meinungsverschiedenheit unter Geschäftsleuten. Trudy sitzt auf einem Haufen Waren, die sie mir schuldet. Ich habe versucht, mit ihr zu reden. Aber anscheinend muss ich mir mein Eigentum mit Gewalt holen. Lust auf ein bisschen schnelles Geld? Hilf mir. Ich könnte noch eine Knarre gebrauchen. Oder glaubst du, du kannst sie zur Vernunft bringen? Wer ist Trudy? Siehst du diesen Diner da drüben? Der gehört Trudy. Sie hat daraus einen kleinen Laden gemacht. Ich verkaufe ihr Cams, sie gibt mir Kronkorken und Teile. Und als ihr Sohn Patrick 18 wurde, habe ich ihm etwas Jet verkauft. Dann ein bisschen mehr. Dann noch viel mehr. Jetzt hat er Schulden. Ich sag, dass er ein Drecksack ist. Und wenn das Curry nicht gefällt, dann kann sie mich mal. Drecksack, du hast ihn abhängig gemacht. Ja, ja, den Spruch kenne ich schon. Hey, er wollte ein Produkt. Leck mich, Curry! Nein! Hilfst du uns jetzt oder nicht?
muss sie umbringen. Hat dir das gefallen, Curry? Wolltest du das sehen? Hallo? Entschuldigung? Kann's kaum erwarten, bis die Krähen den Mistkerl fressen. Hier, für dich, wenn du handeln möchtest. Mein Laden hat geöffnet. Hat dir das gefallen? Du bist scheiße, du bist einfach scheiße, ganz ehrlich. Klar, ich schau's mir an. Alles Bergungsgut, aber kein Schrott. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Roboter. Ja, aber großartig ist das jetzt nicht. Ich bin beleidigt. Ich bin beleidigt, weil Curry so scheiße ist. Ich wollte es friedlich lösen. Ich wollte es wirklich friedlich lösen. Aber Curry gefällt die friedliche Lösung nicht. Die werden wir einpflanzen. Das kann weg, das kann weg. Das behalten wir. Hirnpilz, das kann weg. Die Karotten behalten wir mal eine. Kartoffelchips können weg. Ich glaube, wir haben nämlich Kartoffeln angepflanzt. Ich bin mir aber nicht so sicher. So. Wie viel wert sind die Quantums? 20. Hirschfleisch. Schmutziges Wasser kriegst du auch. Das brauche ich nicht. Das ist der Imbiss, ne? Minus 10 TP? Wahrnehmung? Warum sollte ich das? Das ist wertlos. Warum ist das wertlos? Nein. So crazy. So, das behalten wir natürlich auch. Komm, Curry. Du bist zwar scheiße, aber wir kriegen das mit dir schon irgendwie hin. Ich fasse es nicht, dass sie das nicht wollte, dass ich das friedlich löse. Danach solltest du dir die Hände waschen. Es ist nicht sonderlich hygienisch, mit Toten zu hantieren. Naja, gut. Wir haben ein Dinner gefunden. Das ist schon mal gut. Wo gehen wir als nächstes hin? Das da hinten sieht interessant aus. Waren wir da schon mal? Da waren wir schon mal, ne? Ja, da waren wir schon mal. Wenn wir in die Richtung gucken. In diese olle Stadt, da waren wir auch schon, ne? Das ist ein super duper Markt. Ich kann nicht wirklich feststellen, was neu und was alt ist. Ich glaube, das, was wir kennen, ist von Weitem. Grau. Und das andere ist einfach nur umrandet. Also hat nur eine Umrandung. Das heißt ein Border. Keine Ahnung, wo die Flitz-PP herkam. Wobei das. Haben wir das schon mal? Anscheinend nicht. Ich bin verwirrt, Leute. Ich verstehe nicht, was wir schon haben und was nicht. Wenn wir aussteigen, wie sieht's dann aus? Ist es vielleicht leichter zu identifizieren, wenn wir aussteigen? Ja, das ist innen drinne blass, also nicht ausgefüllt. Das hat quasi nur eine Umrandung. Ich muss das auf jeden Fall lernen. Ich muss lernen, wie das Ganze funktioniert. Sonst werde ich hier nur verwirrt durch die Gegend laufen. Das musste sein. Was haben wir denn hier so Schönes? Können wir das so lösen? Nein. Schade. Müssen wir kurz mal die Fehler raussuchen. Da. Huch. Ach, guck mal, das ist ein Smiley. Na gut, es ist jetzt nicht wirklich Zufall, dass man hier Smileys findet, weil hier sind so viele Symbole. Kann natürlich jederzeit auftauchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, es geht noch nicht. Es geht noch nicht. Echt jetzt? Keine anderen Lösungen mehr? Oh, da oben war noch was. Okay, jetzt haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5.
Wir können auf gut Glück spielen. Und ich glaube, wir haben keine andere Wahl, als auf gut Glück zu spielen, ne? Ja, komm, was soll's. Kane war es schon mal nicht. Kane, down. Oh, bitte. Ausgerechnet das letzte da oben? Das ist einfach Pech. Was ist da drinne? Eine Leiche. Gibt's hier noch irgendwas? Habt ihr einen Roboter raus oder so? Okay, perfekt. Ich hasse dieses Spiel. Oh, es will mich einfach nur quälen, Leute. Es quält mich. Mit jeder Sekunde, in dem ich irgendwas knacken muss. Ich weiß, ich habe dafür zwar Begleiter, die es auch machen können. Aber ich bin mir zu fein dafür, meine Begleiter zu nehmen. Das wäre so, als wenn ich jemandem sagen würde, hey, ich bin zu schwach dafür, dieses Glas zu öffnen. Öffne es für mich. Würde ich im Leben nicht tun. Ich würde mir eher die Arme brechen, als zuzugeben, dass ich etwas nicht schaffen kann. Das ist immer schon so bei mir gewesen. Kennt ihr vielleicht auch. So, ach, jetzt plötzlich haben wir geschafft, dass nur noch ein Wort übrig bleibt. Okay. Ja, öffnen. Na, wir haben hier ein Bett. Und Zeug. Und ich habe mir etwas überlegt. Und zwar, wenn dieser Survival-Modus rauskommt, der neue, wird es bestimmt einen Mod geben, der die Schnellreise wieder aktivieren kann, sodass wir in diesem Schwierigkeitsgrad bleiben können und gleichzeitig den Survival-Modus haben. Auch wenn er uns dann wahrscheinlich nicht mehr so viel bringt, weil wir das Spiel quasi schon durch haben. Aber für die letzten paar Folgen, wann auch immer das rauskommt, werden wir den Survival-Modus haben. Ach man, ich habe eine Power-Rüstung an. Muss man noch durchlaufen können. So, es geht also um diesen See. Da hinten haben wir auf jeden Fall so eine Art Damm. Ich vermute mal Meyerlocks hier, die aus dem Boden gestampft kommen. Walden Pond. Wer schießt da? Irgendwer ist doch noch hier in meiner Nähe. Vielleicht da hinten? Egal, ignorieren wir sie. Wollen wir hier die Mauerlocks noch auflauern? Da kommen wir nicht rein, ne? Siedlungsrekrutierungsstrahlen gefunden. Gott, jetzt kommen die her. Aber ich glaube, die können nicht schwimmen, ne? Au, au, was? Lauf zu flink zu sein. Warte, hör auf damit. Okay. Er wollte es nicht anders. Oh, jetzt muss ich mal nachladen. Ja, jetzt geht kaputt. Du kannst sowieso nichts machen anscheinend. Aber doch, er kann schießen, theoretisch. Glaube ich. Aber er kann auf jeden Fall nicht übers Wasser, weil er nicht fliegen kann. Hui! So, wir haben hier einen Müllhaufen. Hier war doch noch ein Ball. Hab ich doch gesehen. Okay. Dieser Ort ist uninteressant. Da ist er drauf gegangen. Ah. So. Das Zeug kann man immer gebrauchen. Dann gehen wir halt heute mal. Wo gehen wir noch hin? Ach, ich liebe es, Freunde. Erkunden ist so cool. Ich möchte nur mal ein richtig episches Gebäude haben. Ich meine, die Aktion gerade war schon cool. Mit der kleinen Geschichte. Ich musste sie leider nur töten, weil Curry scheiße ist. Ich wollte sagen Arschloch, aber Arschloch geht nicht, weil sie weiblich ist. Jo,
Wieso auch nicht? Steht einfach mal ein Behemoth hinter den Autos. Was versteckt er sich da? Kannst du mal aufhören, verwirrt durch die Gegend zu laufen? Leite defensive Gegenmaßnahmen ein. Jetzt hat er mich gesehen, klasse. Shit. Ah, wieso habe ich nicht getroffen? Hier passt er bestimmt nicht durch. Ah Gott! Hier passt er bestimmt nicht durch, ne? Oh, arme Stüftüf. Oh Scheiße, jetzt passt er durch! Okay. Hier passt er aber nicht durch, wa? Aha. Zum Glück ist er zu doof, um einmal rumzulaufen. Okay, ich habe nicht gedacht, dass die Explosion ihm ein bisschen mehr Schaden zufügt, aber anscheinend nicht. Wer hochsteigt, verliert wahrscheinlich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall einen Erfolg bekommen. Ich bin sehr stolz auf mich. Und auch auf euch. Da haben wir noch zwei Sachen, die wir erkunden können. Sehr schön. Wir gehen als allererstes dahin. Das sieht nämlich interessanter aus als das da. Scheint mir eine Kirche zu sein da hinten, ne? Was der Behemoth da machte, weiß ich auch nicht. Der hat wahrscheinlich gedacht, ach cool. Da sind Autos. Ich spiele mal ein bisschen Domino mit denen. Und stell sie auf. Ich glaube wirklich, er hat sie aufgestellt. Ansonsten gibt es keinen Grund, warum die so da stehen. Bethany? Hier bist denn du? Der Körper kann Gewebeschäden reparieren. Ach, die kennen wir doch. Eine hohe Strahlenbelastung in kurzer Zeit kann schnell tödlich enden. Die kennen wir doch, die Frau. Mit der hatten wir schon das Vergnügen, oder nicht? Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Gibt's irgendwas Neues, Doktor? Ich bin nicht so auf dem Laufenden. Die Kranken und Verletzten lassen mir kaum Zeit für was anderes. Aber wenn du Hilfe brauchst, lass es mich wissen. Ja, nö. Ich muss passen. Sag Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Wir waren hier tatsächlich schon mal. Ich hab das Hexenhaus erkannt. Viel gibt's hier nicht zu holen. Ein überfälliges Buch, das nehmen wir natürlich mit. Das wollen wir für sie abgeben. Eichhörnchenbissen. Ach, das wäre ein Hut von irgendeinem, keine Ahnung, Tier. Ein Hut von einem Tierserum. Ja, ja, das ergibt Sinn. Ich meinte natürlich was anderes. Ich meinte natürlich ein Hut von einer Puppe. Na gut. Da hinten wollte ich hin. Ach, das Haus ist gar nicht auf der Karte. Verzeih ich nicht. Ich verstehe. Es geht hier um dieses Ding hier. Was auch immer hier ist. Was war das? Ein Kampfhund. Staatliches Vorratslager. Freunde, aber bevor wir jetzt hier in dieses staatliche Vorratslager gehen und gucken, was wir da so alles erbeuten können, würde ich sagen, beenden wir hier erstmal sehr früh die Folge. Ich weiß, es ist sehr früh, aber ich will das Ganze natürlich hochladen. Wird höchstwahrscheinlich um 21 Uhr erst da sein. Haut rein, euer Zero. Tschüss.